Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche zu der schönen Weihnachtszeit. Und da möchte ich gerne mit euch heute meine geliebten Focaccia machen. Und zwar in Form eines Weihnachtsbaums. Das wird der Renner auf eurer Weihnachtstafel oder zum Adventskaffee sein. Denn das macht einfach absolut was her, ist super lecker und so wahnsinnig schnell zu machen, das wird euch gar keiner glauben. So, wir fangen einfach mal an. Wir brauchen wirklich nicht viele Zutaten. Ihr kennt im Prinzip diese Grundteige. Den haben wir hier auch im Prinzip, was wir jetzt wieder verwenden. Ich nehme dafür einfach diese Zutaten. 500 Gramm Mehl, 230 Gramm ungefähr Wasser. Da müsst ihr einfach mal schauen, wie flüssig oder beziehungsweise wie trocken das Ganze ist. Das kommt aber in der Regel ganz gut hin. Dann nehmen wir einen Würfel Hefe, 40 Gramm Öl, eine Prise Zucker für unsere Hefe und ein Teelöffel Salz. Wir brauchen dazu noch ein paar Tomaten. Dann nehmt ihr die kleinen, denn das werden hinterher unsere Weihnachtsbaumkugeln. Die könnt ihr halbieren oder sogar, ich hatte heute so ein bisschen längliche, größere, die habe ich sogar getrittelt. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Grünzeug, das heißt in meinem Fall habe ich jetzt Basilikum genommen. Das werde ich jetzt auch als allererstes mal klein machen, denn das ist hinterher mein Tannengrün und das mache ich in meinen Mixtopf und werde es einfach zerhacken und zur Seite stellen. Das kommt nämlich dann zum Schluss erst drauf, wenn die Focaccia fertig ist, weil mir sonst mein Basilikum im Ofen verbrennt. Das möchte ich nicht so gern. So, da machen wir jetzt einfach 5 Sekunden, Stufe 4. Das dürfte reichen, dass das Ganze grob zerkleinert wird. So, das geht jetzt zurück. Oh, das ist mir aber noch ein bisschen groß jetzt. Bisschen kleiner hätte ich es schon gern noch. Mal kurz an. Stufe 5. Nochmal eine Sekunde. Ah ja, okay, das ist besser. Und das mache ich jetzt zurück in mein Schälchen. Denn wie gesagt, das möchte ich gerne erst später haben, damit es mir nicht verbrennt. Je trockener euer Topf ist, umso besser ist das. Ich habe gerade was anderes gemacht und der ist jetzt noch ein bisschen feucht vom Abwaschen. So habe ich einen Salat, ne? Da klebt nämlich jetzt noch ein bisschen das Basilikum dran. Ist ja prinzipiell nicht schlimm, aber da bewahrheitet sich es mal wieder. Je besser oder je trockener der Topf ist, umso besser ist es, mit trockenen Zutaten zu arbeiten. So, das bisschen, was jetzt hier noch drin ist, ist nicht schlimm. Das arbeiten wir einfach mit in den Teig ein. Oh, ist Sauerei gemacht. Das machen wir wieder weg hier. Als Beiste. So, gute Basilikum. Riecht so lecker. Könnt ihr jetzt schon essen, aber es ist ja noch nicht fertig. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter. Und zwar kommen jetzt alle Zutaten für unseren Teig mit in den Thermomix. Das heißt, das Mehl. Kommt rein. Ist heute nicht mein Tag, habt ihr gemerkt? Schon wieder gekleckert. Das kann ich ja sowieso besonders gut. Aber so blöd. So, dann kommt unsere Hefe mit dazu. Das ganze Stück hinein. Salz, Zucker. Ich mache jetzt hier einen Teelöffel Salz rein. Da könnt ihr, wenn ihr das mögt, schon mehr reinmachen. Auch von dem schönen Kräutersalz, wenn ihr mögt. Aber ich werde hinterher noch ein bisschen grobes Salz über die Tannenbäume geben. Und von daher mache ich jetzt nicht ganz so viel mit in den Teig, weil mir das sonst zu salzig wird. Die Tomaten bleiben natürlich draußen. Ich habe da hinten grobes Salz schon hingestellt und Öl. Das brauchen wir, wenn der Teig fertig ist. Hier ist einmal Wasser und Öl für unseren Teig. Und das Ganze lassen wir jetzt gut durchkneten. Das machen wir einfach so 3 Minuten auf der Teigknetstufe. Jetzt schauen wir mal. Sollte fertig sein. Oh ja, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Wir haben also einen schönen Teig gemacht, einen schönen Hefeteig.
Und dem lassen wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Das heißt, der darf jetzt noch ein Momentchen ruhen und gehen lassen. Ein bisschen ist hier noch drin, das holen wir so raus. Ansonsten ist der Topf natürlich wie immer sehr, sehr schön. Ja, das knet man noch mal kurz durch. Ne, fast leer. Und dann darf das noch mal so eine halbe Stunde bis Stunde, je nachdem wie viel Zeit ihr habt, an einem warmen Ort, in dem Fall vor meinem Ofen, der ist nämlich schon an, darf das nämlich gehen. Das heißt, die Schüssel habe ich eben schon so ein bisschen eingefettet, dass das auch schön hinterher wieder rausgeht. Und dann darf das Ganze sich jetzt ausruhen und gehen. Und dann geht's an unsere Tannenbäume. Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück. Also, wir haben jetzt einen kleinen Moment gewartet und jetzt ist unser Teig soweit fertig. Den holen wir jetzt raus und jetzt geht's ans Tannenbäume machen. Total cool. Weil das wirklich hammer toll aussieht hinterher und wie gesagt total einfach geht. Dafür rollen wir jetzt einfach unseren Teig aus. Wichtig ist, dass es einen Kreis gibt, ja, also wie eine Pizza. Da könnt ihr jetzt mal einfach euren Teig ausrollen für. Muss jetzt nicht so ganz genau sein, aber er sollte schon grob rund werden. So. Das ist ein Focaccia, das heißt nicht ganz so dünn ausrollen. So, das reicht nämlich schon. Und jetzt teilen wir unseren Teig in 6 Stücke. Das heißt, ihr teilt den Teig so ungefähr. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das macht ihr mit einer Teigkarte oder wie ihr das gerne möchtet. Oder mit einem Spatel. Und das sind eure Tannenbäume hinterher. Ihr könnt es natürlich auch kleiner machen. Ihr könnt da 2 Kreise draus machen. Das sind halt jetzt hier große Tannenbäume. So, 6 Tannenbäume. Hier habe ich schon ein Backblech bereitgelegt mit einem Backpapier drauf. Denn jetzt, wie bei einem anderen Focaccia auch, werdet ihr da mit öligen, also ein bisschen Öl, mit den Fingern so ein paar Kuhlen reindrücken. Und in die Kuhlen kommen nämlich dann unsere kleinen Weihnachtsbaumkugeln, was in dem Fall dann die Tomaten sind, kommen dann rein. Wie gesagt, wo ist mein Öl? Hier ist mein Öl. Das heißt, ich streiche jetzt jeden Baum ein klein wenig ein. Und dann geht's auch schon los. Ihr drückt einfach richtig fest da mit den Fingern rein. Das backt ja auch wieder hoch. So. Jetzt schon schön aus. Und dann legt ihr eure, wir machen es mal anders, legt ihr die Bäume erstmal auf das Backblech vielleicht. Hm? Wenn man es zeigen will, schwierig. Aber bevor ihr das macht, das hätte ich fast vergessen, wir brauchen ja die Weihnachtsbäume noch. Ne? Das heißt, ihr schneidet jetzt die Ecken ein. Immer so 1-2 cm. Na, jetzt geht es gar nicht mehr so gut, hätte ich es mal vorher gemacht. Auf dem Blech, macht es mal vorher. Am besten immer so gegenüber, dass das so versetzt ist. Wisst ihr, wie ich das meine?
ziehen wir jetzt mal so ein bisschen auseinander. Ich bin also überlegen, ob ich das doch auf zwei Bleche mache. Ich probiere es jetzt mal auf einem. Dann ziehe ich es hinterher wieder auseinander. Wenn es zusammen wächst, ist es jetzt auch nicht so schlimm. So, jetzt kommen meine Weihnachtsbaumkugeln auf den Tannenbaum drauf. Ruhig ein bisschen reindrücken. Aber das ist lecker. Mmh, lecker, lecker, lecker. Das sieht schon so toll aus. So, ich persönlich mag das ganz gern, wenn da jetzt noch ein bisschen grobes Salz drüber kommt. Das streue ich jetzt einfach schon mal drüber. Das macht ja nichts im Backofen. Während ich allerdings mein Basilikum später erst drauf streue, weil das ist halt, das verbrennt sonst. Und ihr wisst ja, es gibt zwei Arten, Hefeteig zu backen. Die erste Art ist, den Backofen vorheizen und dann in den vorgeheizten Backofen. Also das würde jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze circa 20, 25 Minuten brauchen. Müsst ihr einfach mal gucken, vielleicht auch einen Tucken länger, je nachdem, kommt ja immer auf den Ofen drauf an. Oder ihr macht es in den kalten Ofen und nutzt die Energie des Aufheizens des Ofens noch mit. Und ihr braucht dann einfach so ein bisschen länger. Also das dauert dann 30 bis 35 Minuten, das Ganze. Aber prinzipiell ist das jetzt schon fertig. Das heißt, wir schieben das jetzt in den Backofen. Ich habe den Backofen nicht vorgeheizt, sondern das geht jetzt in den kalten Backofen. Und da lasse ich es jetzt ungefähr 35 Minuten. Dann kommt noch mein Basilikum drüber. Und dann ist es auch schon fertig. Also, wir sehen uns wieder in 35 Minuten, wenn ich meine Tannenbäume aus dem Backofen hole. Bis gleich! Lecker, lecker, lecker. Unsere Weihnachtsbäume sind fertig. Ihr seht schon, hier so ein bisschen die Tomate runtergefallen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn es ist ja so, so lecker. Wir machen jetzt noch ein bisschen Grün dran. Die sehen aber schon mega aus, finde ich. Einfach lecker, lecker. Wie gesagt, ihr könnt die, das war ein bisschen viel. Könnt ihr auch kleiner machen, wenn ihr da gerne Portionen draus machen möchtet und die auf den Tisch zu stellen. Das klebt jetzt ein bisschen. Oh, 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 ne? So. Ein wenig verteilen. Ja, jetzt kriege ich wieder die Quittung für meinen nassen Topf vorhin. Das klebt alles ein bisschen. Na, überhaupt kein Problem. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Das wird so hammerlecker. Das wird nachher bei uns auf den Tisch gestellt und da weiß ich jetzt schon, dass nicht lange steht, dass das ratzfatz verschwunden ist. Alleine, weil das Auge ja mit ist. Das verteilen wir jetzt hier noch ein bisschen. So. Fertig sind sie, unsere schönen, wunderschönen Bäume. Schaut euch das an. Ich mag es ja so ein bisschen heller. Ihr könnt ja natürlich noch ein bisschen länger im Ofen lassen, wenn ihr es knackiger mögt. Ich finde es total lecker so. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Macht es nach. Es ist wie gesagt so wenig Aufwand für einen Rieseneffekt. Also wenn man Weihnachtsbäume auf den Tisch stellt jetzt zur Weihnachtszeit, ist das natürlich besonders ein Blickfang, was fürs Auge. Und glaubt mir einfach, es schmeckt wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Sehr einfach, sehr lecker. Man könnte jetzt auch noch ein bisschen Knoblauchöl drüber träufeln, wer das mag. Also Knoblauch mag ich ja auch immer sehr, sehr gern. Das kann man aber auch dazu reichen, wie ihr mögt. Das Knoblauchöl könnte man auch im Vorfeld darüber geben. Da müsst ihr nur gucken, dass eure Knoblauchstücke nicht so groß sind, dass sie verbrennen. Deswegen vielleicht
lieber jetzt im Nachhinein noch ein bisschen drüber träufeln. Und dann meine Empfehlung auch jetzt, wo es noch heiß ist, das zu machen. Das wird dann hinterher einfach schöner. Ansonsten, wie gesagt, als Beilage einfach nur so zu einer Suppe oder auf dem Buffet. Einfach so zum Zugreifen, zum Glas Wein. Total schön. Finde ich auf jeden Fall. Ihr erzählt mir in den Kommentaren, ob ihr es auch so schön findet, ob ihr es nachgemacht habt und wie es bei euch geklappt hat. Ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch und eurer Familie ein wunderbares Weihnachtsfest. Genießt die Zeit, das ist die besinnliche Zeit, wo sich jeder so einen Moment nimmt, um mal innezuhalten und ja, einfach die gemeinsame Zeit zu genießen. Das solltet ihr wirklich auskosten, bevor der Alltag dann im Januar uns wieder hat. Also bis dahin, ich freue mich, wenn wir uns ganz bald hier wiedersehen auf diesem Kanal. Abonniert diesen am besten, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr kein neues Video mehr. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen und freue mich natürlich auch auf eure Kommentare. Bis dahin, bleibt mir auf jeden Fall gesund. Ciao, eure Daniela.